So, Freunde der Sonne, ich habe mir mal überlegt, ich mache mal einen kleinen Rückblick, auch für die neuen Zuschauer. Wir hatten das ja schon mal so einen Rückblick, aber jetzt ist ja noch mehr passiert eigentlich bis heute. Es fängt dann an vom Sommer bis Diagnose bis heute. Ja, ich werde das Ganze dokumentieren. Ich habe jetzt die ganzen Fotos mal alle zusammengekramt, die ich noch hatte, vom Anfang an bis heute. Und ein paar Videos sind aber auch dabei. Lange Rede, kurzer Unsinn. Let's go! Oh, alter Mann. So, fangen wir mal an im Sommer. Das war der Spätsommer. Da habe ich schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt mit mir. Immer müde, schlapp, nichts mehr gegessen. Ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Und mittlerweile sind dann auch die Knöchel unten dicker geworden, wie so eine Art Gichtanfall. Ich habe dann die Ibo 600 genommen, die natürlich voll auf die Leber geht, die 600er. Und normalerweise kannte ich das schon, aber es ging nicht mehr zurück. Im Gegenteil, die Füße und Waden wurden immer dicker und wurde rot, es hat gejuckt. Die Oberschenkel, wie man sehen kann, sind so dick, dass ich die kaum noch zusammenkriege. Ich bin in keine Schuhe mehr reingekommen. Und ja, bis es nicht mehr ging. Und dann sah ich auch aufgedunsen aus, wie man hier sehen kann. Ja, das Wasser war überall, sogar im Gesicht. So, dann ab ins Krankenhaus. Also das war noch nicht die Uniklinik, sondern das normale Krankenhaus, die mit mir dann Untersuchungen gemacht haben. Das hatte ich ein ganz komisches Bett, das kann ich mir noch daran erinnern. Ich habe gedacht, das ist mein Zimmer, sei wie soll ich denn da liegen? Es war aber ein Untersuchungszimmer. Ich war ja noch nie vorher im Krankenhaus, letztes Mal 86 oder so, 1986. Dann die Diagnose, Leberzirrhose. Wie man mein Gesicht erkennen kann, bin ich nur am Grübeln, liege im Bett ganz alleine im Zimmer und habe mich nur mit über den Tod beschäftigt, wie lange lebe ich noch und alles. Das war ja ein Riesenschock. Ich war grün und blau, Ausschlag, wie man sehen kann. Das sind Kindersommersprossen ringsrum, das ist irgendwie Ausschlag, es hat überall gejuckt. Und ich habe immer mehr dann abgenommen, dort im Krankenhaus. Ich war nicht lange in dem Krankenhaus, vom 21. bis 25. oder 26. Und wo ich dann nach Hause gekommen bin, sah ich dann so aus. Das Wasser war raus und habe so viel abgenommen, krass. Da habe ich mir eigentlich selber erschrocken. Ja, das sind jetzt die Füße nach den Tabletten, die Wassertabletten, die habe ich da gekriegt und da war ich ein bisschen stolz drauf. Der Bauch wurde zwar nicht so schnell davon betroffen, der blieb noch, aber ich war schon mal froh, dass die Füße normal waren. Hier sieht man das mit dem Bauch, dass da ganz schön viel Wasser drin ist. Habe ich aber zu dem Zeitpunkt gar nicht so begriffen, ich war stolz drauf. Aber wie man hier sehen kann auf dem Foto, war es nicht so. So, dann ging es ab in UKE-Uniklinik. Die haben dann einen Termin gemacht, dann saß ich da. Was machen die anders, was die anderen nicht können? Aber die haben sehr viel gemacht. Die haben mich komplett untersucht, Leberdruck gemessen und MRT und allem drum und dran. Und hier kann man erkennen, dass es dann mir wieder schlechter ging, weil die hatten ja von der Leber auch was abgeknipst und alles sowas. Ja, dann war ich eigentlich wieder kurz zu Hause. Ich habe entschlossen, ich ziehe um. Das war das letzte Foto, glaube ich, von zu Hause hier mit. Ich musste meinen Garten, meinen geliebten Garten verkaufen, weil Glückstadt und Hamburg ist ein bisschen zu weit. Aber das tut heute noch weh, wenn ich mir die Fotos hier angucke. Das war ein richtiger schöner Schrebergarten. Ich konnte nichts mehr machen, wie man hier sehen kann. Der Rasen sieht aus wie Sau. Das Gewächshaus hat... Naja, das ist jetzt weg und alles. Schade. Wie gesagt, dann kam der Umzug nach Glückstadt. Haben wir riesen Glück gehabt hier mit unserem kleinen Häuschen zur Miete. Und dann habe ich nochmal ein Abschiedsfoto gemacht. Man kann wieder erkennen, dass es mir wieder besser geht. Wahrscheinlich die Euphorie, Umzug und neues Leben. Und hier sieht man, das ist das letzte Foto von Hamburg.
wo ich in Hamburg angekommen bin, hat uns meine Mutter besucht. Da sehe ich dann wieder eigentlich scheiße aus, die Panda-Bärchen-Augen da. Oder Augenringe, keine Ahnung, wie man das nennt. Hier hat man Bespaß. Ich nicht so, wie man sehen kann, weil meine Mutter hat sich gefreut. Wir hatten uns auch Ewigkeiten eher nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, warum ich da so böse gucke. Und dann ging es natürlich ab. Meine Mutter ist weg und mir platzt der Bauchnabel. Zu viel Wasser am Bauch, drückt nach außen, Peng. Das ist Lutz, gab es eigentlich selten. Ich bin wieder in die Klinik und dort wusste ich noch nicht bei den Fotos, dass ich da fast 2 Monate im Krankenhaus bin. Ja, dann ging es los. Wie kriegen wir den Bauchnabel wieder da fest? Ich habe ja zu wenig Blut gehabt. Natrium hat gefehlt und ach, das haben die ja dann alles festgestellt. Wie man ja sehen kann, habe ich dann so viel Medikamente gekriegt. Ich habe dann auch Blutplättchen bekommen oder rote Blutkörperchen irgendwie für die OP, damit die Wunde gleich schließt. Hier sieht man das, dass ich dann hier zur OP gefahren werde. Da muss ich mich heute noch bedanken. Da habt ihr ganz viel gesagt. Wir halten, drücken die Daumen. Trotzdem habe ich sehr viel Blut verloren, wie man hier sehen kann. Ich glaube, 2 Liter sind das eben, Beutel in Liter. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, und dann sieht das dann so aus nach der OP. Da ist noch so ein Schlauch noch drin, wo Eiter und ich was rausgeflossen ist. Ja. Dann, wie gesagt, wurde die ganze Untersuchung gemacht. Ich habe jetzt nicht alles auf dem Zettel. Hier sind sie an den Hals reingegangen und haben dann nochmal den Leberdruck gemessen und alles sowas. Dann hatte ich wieder Bauchwasser. Es wurde wieder abgelassen. Also ich hatte echt Schwierigkeiten mit dem Bauchwasser, muss ich mal sagen. Im Nachhinein. Hier sieht man dann mal, wie das aussieht, wenn das Bauchwasser raus ist. Ich hatte ja, glaube ich, 8 Liter. Da sieht man wieder die Rippen und der Bauch ist weg. Ja, aber dann sitzt man natürlich auch 2, 3 Stunden dran. Habe ich dann geguckt, habe ich dann selber gestaunt, sag ich, alter Falter, 8 Liter raus. Das fühlt sich ganz komisch an, so als wenn irgendwas fehlt im Bauch danach. Ja, dann Ja. hat's dann langsam aufgehört zu bluten, wie man ja sehen kann. Es ist zwar immer ein bisschen eklig noch, aber es ist okay. Aber wieder das Bauchwasser da. Ich hatte Bauchwasser und zu wenig Blutkörperchen und die wurden mir dann, also immer Blutkörperchen rein oben und Bauchwasser raus. Ja. Ja, wie man sehen kann, war dann die Tippanlage wurde dann eingebaut, weil ich so viel Bauchwasser hatte. Tippsanlage oder Stent, wie die meisten sagen. Ja, nach 7 Wochen endlich die ersten Schritte mit Rollator. Ich habe hier, glaube ich, gewogen Ja. 51,2 Kilo. Kann ich 51,2 Kilo. Ja, guck mal. Ich durfte ja mal nicht essen wegen Magenspiegelung und Mein OP und Gerhard, das ich alles. schäme mich für deine Mutter. Und hier war Mein ich stolz wie Gerhard, Bolle, das ist ja der Angeber hier. Rollator dass braucht er ich gar nicht. laufen konnte. Sieht zwar nicht so aus, aber ich fand mich durchtrainiert. Endlich zu Hause angekommen, nach 7 Wochen Krankenhaus, gleich auf die Terrasse gelegt und das mal genossen, die neue Wohnung. Ich habe da ein ganz kleines Bäuchlein noch. Aber man kann erkennen, der Bauchnabel ist schön verheilt. Sieht fast besser aus wie vorher. Ich würde sagen, er sieht besser aus wie vorher. Ja, ich habe mich dann gefreut, dass ich zu Hause bin. Und leider, wie gesagt, hatte ich dann, es war aber mein Fehler, wieder Bauchwasser. Habe ich dann, wo ich ja Besuch gekriegt habe, festgestellt, sage ich, ups, ich war davor sogar im Krankenhaus und hatte das Wasser rausgelassen, 5 Liter. Und innerhalb von einer Woche hatte ich wieder 5 Liter drauf. Musste ich schnell nochmal wieder UKE. Und wieder Bauchwasser raus. Ja, dann genießen, endlich mal genießen, Glückstadt und die Elbe genießen. Und alle Untersuchungen waren fertig. Jetzt fehlt, wie gesagt, nur noch einer, dieses Stress-MRT.
Hier kann man nochmal sehen, den Unterschied zwischen 21.10. und 21.12.21, was da Alkohol ausmacht. So, und das bin ich von heute. Wie man sich so verändern kann. Also ich muss dazu sagen, das UKE hat da was gemacht. So, das war so der Rückblick. Und ich habe mir jetzt nochmal einen Zettel gemacht, was alles so passiert ist, von Diagnose an bis heute. Mikrofon liegt hier so komisch rum. So, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hören. Wie gesagt, ich habe mir jetzt nochmal einen Zettel gemacht, was alles so passiert ist. Ich fange mal an. Das ist das Beste, nicht? Ultraschall wurde gemacht im Krankenhaus. Leberdruck wurde gemessen mit so einer Art Kugel, so wie so ein Stift. Und eine Kugel wurde hier zum Anfang gemessen. Das war ganz am Anfang im Januar. Im Januar saß ich sogar noch im Rollstuhl. Dann immer wieder Blut abnehmen. Wasser wurde abgezogen. Die Punktur bestimmt, habe ich jetzt aufgeschrieben, hier ist ein alter Zettel, 4 bis 5 Mal in der Zeit. Und im Durchschnitt immer so 5 bis 6 Liter raus. Magenspiegelung, ich hatte Varizen, also Varizen sind diese Krampfadern hier im Hals und im Magen, hatte ich 5 Stück. Da war ich mindestens Magenspiegelung 4 Mal da und einmal war ich Magenspiegelung, also 5 wegen dem Geschwür. Könnt ihr euch noch erinnern? Da haben sie irgendwie so ein Geschwür, so ein Magengeschwür festgestellt, wurde aber dann mit Medikamente, war auch immer weg. Keine Ahnung, ich sollte mir da keinen Kopf machen, aber es hört sich immer schlimmer an, Magengeschwür. Dann, wie gesagt, MAT. Das mit Angst und Panikattacken. Ich hatte zwar so eine Leck-mich-am-Arsch-Tablette gekriegt, aber trotzdem hatte ich Schiss. Dann CT, alles wegen der Leber. Leberdruck wurde nochmal vom Hals aus runtergesetzt von 16 auf 8. Was sie da gemacht haben, weiß ich nicht. Sind hier mit so einem Draht durch, haben da die Leber ausgemessen und alles und dann den Leberdruck irgendwie entfernt. Aber wie, kann ich mich nicht mehr so erinnern. Ich war da, das ist wie im Rausch. Also mir kommt das vor, als wenn es 2 Jahre vergangen sind, aber naja. Dann, wie gesagt, war die Bauchnabel-OP, wo ich das Haufen Blut verloren habe. Dann hatte ich die OP hier rein im Hals wieder mit der Tippsanlage oder Stent oder Tippanlage, keine Ahnung, wie sich das jeder nennt. Dann kam das Schlimmste, was ich bis jetzt gemacht habe, das war diese Knochenmarkt-Geschichte mit der Nadel, mit der Bohrer den Knochenmark daraus. Oh, ich hatte, wie gesagt, zwar eine Spritze gekriegt, aber auf Knochen wirkt die ja nicht. Ja, also das war Hardcore. Also Knochenmarkpunktion hieß das, glaube ich. Oder Knochenmarkpunktion oder ist ja egal. Dann war ich Lungenröntgen. Dann war ich beim Lungenfunktionstest. Dann war ich beim H&O-Arzt mit Hörtest. Dann habe ich aufgezählt 6-mal Bronyle. Die Bronyle ist das, die Kanüle, wo dir die ganzen Medikamente reinkommen, alles. Das wurde 6-mal erneuert und ich schätze mal 6-mal auch daneben, also wo es nicht geklappt hat. Dann war ich beim Narkosearzt bei der OP, da muss man natürlich angeben, die Zähne, sind die echt? Und wie viel wiegst du? Hast du Allergien und alles sowas? Dann hatte ich ein Gespräch mit der Psychologin. Ich weiß, glaube, dass die zuguckt manchmal, die Folgen. Würde ich mir nochmal bedanken. Sehr, sehr nett. Also, wenn sie nicht gewesen wäre, ich hatte ja diese sogenannten Wochenbettdepressionen. Ich weiß, bei Männern gibt es das nicht, aber ich habe so durchgehangen. Und ich habe sie nicht mal angerufen. Also, die stand einfach vor der Tür, als wenn sie das
Und oder habe ich was, die Pfleger gesagt, dass es mir nicht so gut geht? Ich weiß es, jedenfalls stand sie da und hat mir da geholfen. Also echt super nett. Also wenn das stimmt, das Verhältnis zwischen der Psychologin und dem Patienten, es ist Gold wert. Da habe ich schon Paare durch, wo das nicht geklappt hat. Also danke nochmal, den Namen sage ich natürlich nicht, aber wenn Sie das sehen, top Frau, super, super. So, dann Kardiologie, Herzecho wurde gemacht, Kontrastmittel rein, durch die Bornhöhle wieder geguckt, wie das Herz pumpt und alles sowas. Dann war ich beim Hautarzt, dann war ich beim Urologen. Dann hatte ich ein Gespräch mit dem medizinischen Dienst. Da hatte ich natürlich, war natürlich schlauer, habe bei Amazon mir einen Rollator bestellt. Das hätte ich also natürlich über den medizinischen Dienst gekriegt. Aber ist ja egal. Dann war ich bei der Kraftmessung. Oh, das war so ein Gerät wie so eine Hantel, wo man die zusammendrücken muss, aber die drückt sich nicht zusammen. Man muss einfach so drücken und ich hatte 70 und der Doktor oder die Doktorin, die hatte gedrückt, die hatte 80, das war eine Frau. Da habe ich gedacht, okay, ich habe doch nicht so viel Kraft, wie ich dachte. Und sie hat mir auch gleich erklärt, die Ernährungsberatung nochmal, wie ich mich ernähren soll und alles sowas. So, dann was ganz Spannendes, ich hatte 7 Zimmerkollegen in der Zeit, in den 7 Wochen. Der Jüngste, wie gesagt, war 18 und der Älteste 90. Ja, 90 war der. Ich bin mit jedem immer gut klargekommen, mit jedem besser, mit jedem schlechter, aber im Großen und Ganzen war alles tippitoppi. Ja, dann YouTube, haben mich Pfleger erkannt. Das war dann, wenn man in 7 Wochen da ist. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Irgendjemand hat mich dort gesehen bei YouTube und das war dann schon wie ein kleines Zuhause, weil ich habe dann gefragt, soll ich meinen Hauptwohnsitz dann UKE angeben, weil ich war ja nur im Krankenhaus die erste Zeit, wo ich gerade umgezogen bin. Selbst im Flur wurde ich angesprochen von den Christian. Ja, das war schon toll, da wollte ich mich auch mal bedanken. Ohne euch, die ganzen, was ich jetzt aufgezählt habe, das mit Angst- und Panikattacken. Ich war vorher nie draußen. Ich war bis im Briefkasten und dann gleich wieder zurück. Und dann von 0 auf 100 erstmal dieses andere Krankenhaus, normale Krankenhaus und dann halt das Leberzentrum. Fahrstuhl hoch, Fahrstuhl, MRT. Es ist eigentlich das ging so schnell, ich konnte gar nicht überlegen. Ich wollte mich jetzt hier mal bedanken bei euch. Ohne euch wäre das, glaube ich, nicht so, hätte es jedenfalls nicht so geklappt. Hätte ich wahrscheinlich MRT abgesagt oder aber haben viele geschrieben, du schaffst das, du bist stark und alles. Das gibt schon Kraft. Danke, danke auch an meine Frau, meine Mutter, die hat auch immer gesagt, das ziehst du durch. Selbst die Ärzte haben dann auch langsam gesagt, jetzt hast du so viel geschafft, dann machen wir die Untersuchung auch noch. Wie gesagt, mehr wie Danke kann ich nicht sagen. Ja, wie gesagt, dann habe ich dann die Facebook-Gruppe gegründet, Leberzirrhose, wenn da jemand da eintreten will, ich zeige den Link hier nochmal unten in der Infobox rein. Ich zeige den Link mal in die Infobox rein. Geiler Spruch. Ja, ich will nicht lange sappeln, aber das war jetzt von Sommer an bis heute. Und mal gucken, wie es weitergeht. Wenn ihr Bock habt, wie es weitergeht, Glocke drücken, abonnieren und dann könnt ihr sehen, wie es weitergeht. Alles klar. Ich würde sagen, Tschüssikowski, ich hab euch lieb und wir hören und sehen uns dann wieder im nächsten Video. Es kommt, glaube ich, am Mittwoch raus. Haut rein, ich muss wieder aufstehen und hier auf Stopp drücken. So eine Scheiße, du.